viele Wasserkisten da. Guten Tag, verehrte Fahrgäste. Die Besatzung des Fahrgastschiffes Wangerooge begrüßt recht herzlich an Bord auf der Fahrt von Hallertal nach Wangerooge. In etwa 45 bis 50 Minuten werden wir den Hafen von Wangerooge erreichen. Nicht die Ratte. Ja. Und wenn es dann eine Entscheidung im Haus ist, dann achtet man. Ja, genau. Also ich war schon mal vor einigen Monaten hier bei den Kollegen von den Grünen hier in Friesland und wollte mich jetzt heute noch mal vor Ort informieren auf Wangerooge und morgen auf Spiekeroog über die Probleme, die die Inseln haben im touristischen Bereich. Insbesondere hier natürlich über die Situation nach dem Winter, wenn der ganze Sand vom Meer, von der Sturmflut weggerissen wurde. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch in Berlin noch mal ansprechen werde. Wollt schon losfahren? Martina ist noch nicht da. Anhänger. Der Weg heißt Bootsweg. Hier wurden früher die Rettungsboote an den Strand geschoben. Super. Da hinten, man sieht jetzt die Schiffe leider nicht, aber da siehst du den Pegel. Ja. Da ist die Jade. Da geht es rein in Jade Weserport, ja, um die Ecke. Dass unser Sand nicht in das Fahrwasser knapp 2 Kilometer reinkommt, hilft uns nicht, weil wir wollen eigentlich Küstenschutz hier haben. Wir wollen unsere Insel schützen und nicht verhindern, dass der Sand in die Jade kommt. Die dringendsten Probleme sind zum einen das Fahrwasser. Dass das Fahrwasser in den letzten Jahren zugesandet ist. Wir hatten eine Fahrwassertiefe von NN-3 Metern und mittlerweile haben wir zum Teil weniger als NN-2. Dadurch können die Fahrgastschiffe nicht so häufig fahren und die Zeitfenster sind zu klein. Und das andere sind die Sandabbrüche, die wir auf der Nordseite ständig haben, mit der Bedrohung, dass zum einen der Sand am Hauptbadestrand weg ist, den wir als Kommune für viel Geld wieder anfahren müssen jedes Jahr. Das liegt so zwischen 200.000 und 500.000 Euro jedes Jahr. Das reißt in den gemeindlichen Haushalt immer ein Riesenloch. Und es wird jetzt ja was getan. Im Westen das Deckwert wird erhöht für sehr viel Geld vom Bund. Leider Gottes aber im Osten der Insel. Da haben wir jedes Jahr große Abbrüche und die werden mit großer Besorgnis gesehen. Also das ist ein Punkt Küstenschutz, wo wir langfristig bestimmt Probleme kriegen. Wie gesagt, wir hatten hier früher noch 3 Ketten davor. Ja. Und das ist jetzt die letzte. Die ist 1932 oder 36 mal bemessen worden. Und solange dieser Messpunkt nicht angegriffen wird, macht die Wasserschifffahrtsverwaltung hier nichts. Ja. Da sind sie mit dem Cut rausgefahren, mit Surfern sind die rausgefahren. Nur 2 Kilometer. Um die Volminia rum. Mit dem Cut bist du da in ein paar Minuten. Und ich meine, das war ein echter Hammer, weil wenn da was passiert wäre, dann hättest du hier diese gesamte Region urlaubsmäßig abhaken können. Und wir leben wurde auch der Gemeinde nicht mitgeteilt. Wir würden jetzt mal das Geld da, weil wer sich so ein Ding kauft, der gibt auch der Fachkopf am Ravioli. Ja, aber ich habe gesehen, sie haben... Ja. Das ist ein Abendbrot als Küste. Ja. Ja.
Was können wir tun? Tourismuspolitik ist Querschnittsaufgabe, das heißt, es ist Verkehrspolitik, das ist ganz viel Baupolitik auch. Deswegen können wir von Bundesebene eine ganze Menge dafür tun, zum Beispiel dafür sorgen, dass der Bund künftig hier dafür aufkommt, dass der Sand nach dem Winter entsprechend wieder hier an die Insel geschafft wird. Das ist aktiver Küstenschutz, das ist Aufgabe des Bundes in diesem Fall in Wangerooge. Und das ist, glaube ich, eine ganze Menge, was der Bund machen kann, was wir auch als Abgeordnete weiter rantreiben können. Tourismus hier auf den Inseln ist konstant, in den letzten Jahren sogar eher wieder steigend. Die Touristen berührt das nicht, die merken das nicht. Wir müssen natürlich dagegen vorgehen. Wir arbeiten hier mit der guten Luft. Wir sind ein Luftkurort und können uns natürlich nicht, ich sag mal, von diesen Kraftwerken, egal aus welcher Windrichtung, West oder Ost, hier unsere gute Luft kaputt machen. Dann würden die Touristen sicherlich ausbleiben. Die kommen der guten Luft wegen hierher. Also ich glaube, wir müssen mal ohnehin zu einer Neudefinition des Wachstumsbegriffs kommen. Beziehungsweise wir müssen mal überlegen, ist Wachstum das allglücklich machende? Wir hatten ja im Bundestag eine Enquete-Kommission, die sich mit dem Thema Wachstum befasst hat. Da sind wir zu einem Begriff gekommen, der die Frage stellt, wie kommen wir weg von dieser reinen Wachstumsfixiertheit. Wir haben in den 90er Jahren gesehen und auch in den 2000er Jahren gesehen, wohin diese Wachstums-, ich sag's jetzt mal krass, Wachstumsbesoffenheit geführt hat, nämlich in die Wirtschafts- und Finanzkrise der Endjahre des letzten Jahrzehnts, also ab 2009. Deswegen müssen wir das Thema Wachstum neu angehen. Ich glaube auch, dass wir über das Thema Konsum reden müssen. Das heißt also, wie kann man Konsum eigentlich nachhaltig gestalten? Müssen wir immer alles neu haben oder können wir auch Dinge recyceln? Ich glaube, aber auch das ist eine Bewusstseinsfrage bei vielen Leuten und nichts, was man dekretieren kann. Wir müssen versuchen, Rohstoffe oder so weit wie möglich Rohstoffrecycling zu betreiben, müssen aber gleichzeitig, das gilt auch zum Beispiel beim Thema Fleischkonsum, die Leute stärker sensibilisieren dafür, was bedeutet eigentlich euer Konsum für die Ökosysteme. Ich glaube, dass da die große Aufgabe drin liegt, also Wachstum, diesen Wachstumsbegriff neu definieren, auch ökologisch definieren. Und wir müssen wirklich an das Thema Sensibilisierung, Bewusstsein nochmal ran. Ich glaube, dass wirklich der Schlüssel zu allem liegt in der Frage, wie nimmt der Konsument seine eigene Rolle wahr. Und da müssen wir wirklich ran. Ich glaube aber, dass wir an einigen Stellen da schon einen gewissen Wandel erreicht haben. Also wir haben bei uns von der Schule aus, ich bin Lehrer hier an der Inselschule, mit Schülern mal in 2 Stunden Müll gesammelt und dann habe ich eine Tafel dazu gemacht, die steht jetzt im Rosenhaus. Haben wir recherchiert, wie lange der Müll auch im Meer bleibt, bis er vollkommen sich aufgelöst hat. Das habe ich schon vor 10 Jahren gemacht. Das Bewusstsein also hier für die Schüler zu schärfen, für die Bevölkerung zu schärfen und im Endeffekt auch für die Touristen ist ganz wichtig, dass wir das hier nutzen. Wir müssen auch in einem Touristenstandort auf solche Gefahren hinweisen, dass eben, wenn Sie jetzt wieder zurückfahren von Wangerooge ans Festland, eben nicht der Kronkorken über Bord geschmissen wird oder der Flaschenverschluss von der Cola-Dose, denn das wird für einen Vogel als Nahrung gesehen. Der reichert sich in seinem Magen dieses Plastik an und verhungert im Winter bei Kälte, weil er ja kein Hungergefühl mehr hat. Also ich glaube, man muss nochmal deutlich stärker sensibilisieren und man muss
dafür sorgen, im Zweifel auch über entsprechende Besteuerung oder entsprechende Pfandregelungen dafür, dass immer weniger Müll in Umlauf kommt. Also wir haben mal diskutiert über das Thema Tütenpfand, beziehungsweise dass Plastiktüten deutlich teurer sein müssten, als sie es heute schon sind. Ich glaube, da zu erkennen, dass auch die Industrie ein Interesse daran hat, da ein Stück weit wegzukommen. Ich sehe das zumindest bei mir, dass immer mehr Papiertüten angeboten werden. Am besten ist es, wenn die Leute sich von zu Hause was mitnehmen. So machen wir es. Wir holen einen Korb mit zum Einkaufen, dann brauche ich keine Tüte. Ich glaube aber, dass man in der Tat in der Schule schon sensibilisieren muss. Deswegen würde ich gerne in der Schule tatsächlich mal mindestens einmal im Jahr eine Projektwoche machen zum Thema Müll, beziehungsweise zur Müllproblematik, auch was mit dem Thema Kunststoff zusammenhängt. Da müssen wir noch mal deutlich mehr ran, um da auch da klar zu machen, worum geht es eigentlich. Also die Vermüllung der Meere ist ein Riesenproblem, das wir haben, was sich ganz weit nach hinten weiterzieht. Es ist ein Prädikat, eindeutig, das, mit dem wir auch werben können, wo wir ungefähr 2-3% Tourismussteigerung durch haben, insbesondere im internationalen Tourismus. Ich habe hier neulich Japaner über die Insel rennen sehen, Chinesen, Amerikaner, die sich sonst, glaube ich, nicht nach Wangerooge verirrt hätten, wenn wir nicht Weltnaturerbe gewesen wären. Und wir stehen damit ja mit dem Grand Canyon und Barrier Reef auf gleicher Ebene. Und ich habe früher mal bei einer japanischen Internatsschule gearbeitet. Das ist für die ein Prädikat, das wollen sie sehen. Ich bin mit meinen Japanern immer nach Oberstdorf gefahren, das kannten sie vom Skispringen. Weltnaturerbe, Barrier Reef, dann kommen sie auch an die deutsche Nordseeküste, um sich das anzuschauen. Das ist sehr positiv für uns. Wir haben Schandkörbe, 1350, die vermietet werden. Wir erheben eine Kurtaxe. Sie haben vorhin das Schild gesehen, worum es geht, wo bleibt unsere Kurtaxe. Das ist im Grunde genommen, die wird in dem Sand hier wieder angelegt. Und wir haben leider Gottes durch die Sandabbrüche, jedes Jahr muss die Gemeinde den Verlust der Kurverwaltung auffangen, der sich eben überwiegend aus den Verlusten des Sandanfahrens errechnet. Und so haben wir in den letzten Jahren sehr viel Geld verloren. Wir haben Schulden von über 10 Millionen Euro angehäuft, die wir jetzt durch Verkauf des Tafelsilbers zunächst einmal minimieren konnten und damit auch eine drohende Fusion mit dem Wangerland abwenden konnten. Denn es ist schwierig, eine solche kleine Gemeinde. Wir haben 1300 Einwohner ungefähr. Wobei das auch noch dazu kam, das wurde jahrelang bestritten, dass wir so viele Einwohner haben. Nach dem Zensus hatten wir nur 850 Einwohner und durften deshalb auch nur 8 und nicht mehr 10 Ratsherren wählen und haben auch über Jahre deshalb zu wenig Zuwendung vom Land bekommen. Da sind uns allein 2 Millionen flöten gegangen in den letzten Jahren. Es ist schwierig, eine solche Gemeinde. Wir leben hier zu 100% vom Tourismus. Wir müssen sehen, dass es der Wirtschaft gut geht, dass es den Gastronomen, aber genauso wie unseren einzelnen Vermietern, die hier von der Vermietung leben, also den Urwangerogern noch. Wir haben ja ein Verhältnis von 1350 Insulanerbetten zu knapp 8000 Betten, die von Zweitwohnungsbesitzern und Ferienwohnungen hier vermietet werden. Das muss alles in einem gesunden Verhältnis zueinander stehen. Das ist ein sehr schwerer Drahtseilakt. Sturm haben, dann ist das die erste Angriffskante. Der kommt ja Nordwest, ja. Von hier oder Südwest, von da ist egal, wie das kachelt hier rein und dann ist. Ich glaube, dass, unabhängig vom Klimawandel sowohl Land als auch Bund dafür sorgen müssen, dass die Inseln in ihrem Bestand erhalten bleiben. Das hat eine ökologische Komponente, das hat auch eine touristische Komponente und das hat natürlich auch was mit dem Thema Küstenschutz zu tun und deswegen ist es wichtig, dass Land und Bund sich einigen, wer finanziert was. Ob man das über einen Fonds macht oder ob man das über eine andere Lösung macht, ist in dem Fall, glaube ich, egal. Wichtig ist, dass es passiert. 15 oder 16?
Ja. Meine Frau war begeistert. Das ist die beste Versicherung dafür, dass ich wiederkomme. Ich glaube, das ist das letzte hier. Ich muss mal die hier vorne. So, gehen wir mal zum Schiff. Oder? Wir bauen auch noch. Also ich werde in jedem Fall nochmal die Problematik der Sandabbrüche auf den Inseln mitnehmen, werde das Thema der Fahrrinne hier nochmal mitnehmen, versuchen auch mit den niedersächsischen Kollegen nochmal anzusprechen und werde mitnehmen, dass die Inseln einfach andere Problemlagen haben als viele andere Tourismusregionen in Deutschland. An die muss man auch anders herangehen. Also das ganze Thema Küstenschutz ist hier ein Thema, aber auch das Thema Mobilität ist ein Thema, auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels. Wird sich auf den Inseln, wird sich auch an der Küste hier einiges tun. Und das hat sich heute noch mal ein bisschen bei mir verstärkt, dass man diese Themen noch mal auf die Agenda bringen muss, wird das im nächsten Deutschen Bundestag noch mal voranbringen. Ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr Ruth Grün haben und dass er sich dann für uns hier für einen Küstenschutz verwenden kann. Das wäre ganz klasse. Thank you.